Saludos. Liebe Ex-Kollegen, hier ist immer schönes Wetter und ich liege den ganzen Tag am Strand. Morgen. Hier, Post von deinem Schwager. Die faule Sau. Wir hatten ja 2 Wochen blau gemacht. Babyurlaub, das Einsatz am Limit. Warte ab, du fährst mit Alex. So, hier habe ich einen Haftbefehl. Versuchter Bankraub. Der hätte am Dienstag eigentlich Haftantritt gehabt. Naja, vielleicht braucht er eine extra Einladung. Richter. Morgen. Gruß von Ulf. Übrigens, du fährst heute mit Alex. Ah, die neue Spitzenkraft. Ja, allerdings. Alex, hm? Sebastian, wir fahren zusammen. Hi. Und, Einstand war gut, habe ich gehört. Ja? Sagt sie einen tollen Riecher haben. Stimmt, meine Nase täuscht mich nie. Ist das angeboren? Erfahrungssache. Die zum Beispiel, die hat gerade Modeschmuck im Kaufhaus geklaut. Ah ja? Und der Türke da, der hat mindestens 1 Kilo Drogen im Kofferraum. 1 Kilo Drogen? Mindestens. Na, dann halt an. Na los, halt an! Schönen guten Tag. Sie parken hier verkehrsbehindert, im Halteverbot. Fahr schon weg. Ja, aber vorher möchte ich mal Ihre Papiere sehen. Okay. So. Profil, naja. Vorgeschriebenes Warndreieck dabei? Ja, klar. Kann ich mal sehen? Das geht nicht. Schloss ist kaputt. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Okay, ich hab kein Warndreieck dabei. Was kostet das? Hey! Finger weg! Ja! Weg. Mann, sie ist meine Schwester! Sie ist meine Schwester, Mann! Sind Sie okay? Zeig mich. Schäm sie her, geh nicht check in! Komm, Bein auseinander! Ja, geh nicht check in! Bein auseinander! Ah. Lass mich los, du Penner! Lass mich los! Sonja, mach hin! Lass mich los! Lass mich durch deine... Hat er sie geschlagen? Was soll die Scheiße, ey? Okay. Warum, sie hat er sie geschlagen? Nein, ich hab mich gestoßen, es ist alles okay. Es ist alles okay, ich hab mich gestoßen. Es ist nichts passiert. Das sieht man. Şemsiye! Şemsiye sus, bunlara bir şey söyleme! Daha kötüleştir işte! Hallo! Bunlar bize yardım edemezler! Okay, weiter auf den Abschnitt. Sonja, Sie fahren mal mit der Kollegin. Aber wieso ich... Verdacht auf Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Sie sind Zeuge, okay? Kommen Sie. Meinst du, die macht ihren Mund auf? Keine Ahnung, Kerstins Job. Setze mal den Wagen um. Ja. Verdammt! Was mischt euch da ein? Halt die Klappe. Eineinhalb Monate. Für versuchten Bankraub? Vielleicht hat er sich so dämlich angestellt, dass der Richter Mitleid hatte.
Tag. Eisenach und Winkler, Abschnitt 40. Ist der Herr Klinke da? Tja, kommen Sie rein. Geht um den Haftantritt, ja? Mhm. Ich habe ihm schon gesagt, es hilft nichts, aber... Kai-Uwe, die Polizei ist da. Bitte schön. Danke. Kai-Uwe, lauf! Ich hab sie! Machen Sie sofort die Tür auf! So ein Hass. Ich glaub's nicht. Bertha 10 für 11. Was wird das? Bertha 10 hört. Bertha 10 für 11 hat sich erledigt. Sag mal, spinnst du? Was denn? Kai-Uwe, ich hab sie. Ja, was ist? Mach die Tür auf! Sind Sie sicher, dass Sie keinen Arzt brauchen? Ja. Nachmittags um 4 sitze ich auf meinem Balkon. Und dann kommt der blonde Hans, macht seine Hose auf und zeigt mir seinen Penis. Penis? So ein Teil. Na komm, was hast du denn für ein Problem mit deiner Schwester? Trägt sie kein Kopftuch? Hat sie einen deutschen Freund oder Oralverkehr? Abdullah Gülencan, nicht vorbestraft. Warum schlägst du sie? Leck mich. Ich hab mich gestoßen. Und in den Kofferraum, da sind sie reingefallen? Sie sind in Berlin geboren. Ihre Familie lebt hier? Ja. Wohnen Sie noch zu Hause? Nein. Eigener Job, eigene Wohnung? Ja. Was arbeiten Sie denn? Schuhfachverkäuferin. Und Vater, Onkel, Bruder, alle damit einverstanden? Was hatten Sie denn vor? Wo wollten Sie denn mit Ihrer Schwester hin? Nach Hause. Anatolien. Auf dem Weddingmann. Frau Gürenscham, bedroht Ihr Bruder Sie, weil Sie so selbstständig sind? Abdullah bedroht mich nicht. Frau Gürenscham, wir wollen Ihnen helfen. Aber das können wir nur, wenn Sie uns sagen, was passiert ist. Hatten wir doch alles schon. Bruder will Schwester nach Hause holen. Sie weigert sich. Er schleppt sie mit Gewalt mit. Hä? Körperverletzung. Freiheitsberaubung. Eure Gesetze. Ihr habt keine Ahnung. Was versteht ihr schon von Familie? Gar nichts. Mein Bruder und ich, wir haben uns gestritten. Ich war sehr wütend. Aber jetzt bin ich Abdullah sehr dankbar, dass er mich zur Vernunft gebracht hat. Zur Vernunft gebracht. Im Kofferraum? Ja und? Was geht euch das an? Schämen Sie erst meine Schwester. Kümmert euch um euren Kram. Frau Gürenscham, in diesem Land hat jede Frau das Recht zu leben, wie es ihr passt. Und wenn ihr Bruder sie bedrängt, bedroht oder zu irgendetwas zwingt... Bitte, Sie bedrängen mich. Kann ich jetzt gehen? Glaubt wohl, er kann mit seiner Schwester machen, was er will. Das glaubt er nicht, das kann er. Zwecklos, sie sagt nichts. Er hat sie zur Vernunft gebracht. Der hat keine Vorstrafen. Schreibt eine Anzeige und dann schickt diesen Mistkerl nach Hause. Damit er sie gleich wieder verprügelt? Ja. Dass man gegen solche Typen so gar nichts machen kann. Doch, kann man. Das ist nicht nötig. Doch, wir fahren Sie. Es ist alles gut, Frau Stübing. Frau Stübing, heute nicht wieder, ja? Jetzt gehen Sie mal ganz ruhig nach Hause. Aber ich habe Angst. Frau Stübing, Sie brauchen keine Angst zu haben. Es gibt keinen blonden Hans. Und wenn er wiederkommt? Frau Stübing? Ja. Da ist der Ausgang. Frau Stübing, auf Wiedersehen. Frau Klinke? Wie soll ich denn schrauben, wenn du dauernd Bummer hast? Das funktioniert sowieso nicht. Komm, lass mich bitte. Nein. Komm, Cora. Wir rufen jetzt Verstärkung.
Ist doch lächerlich. Wir können ja auch aus dem Fenster um Hilfe schreien, wenn es dir lieber ist. Witzig. Na, wieder beruhigt? Sie haben sich strafbar gemacht, Frau Klinke. Ist Ihnen klar, ja? Na ja, strafbar. Nix na ja. Beihilfe zur Flucht? Freiheitsberaubung. Was haben Sie sich dabei gedacht? Er hat halt Angst. Gefängnis, das stellt er sich ganz gruselig vor. Dann gibt's da nichts Richtiges zu essen und ich bin auch nicht da. Das hätte er sich mal vor dem Bankraub überlegen sollen. War ja nur mit Wasserpistole. Er wollte halt unbedingt so einen Flachbildschirm, dabei können wir uns den gar nicht leisten. Frau Klinke, Ihr Mann ist ein verurteilter Straftäter. Der macht alles nur noch schlimmer. Fluchtversuch. Der wird auf die Fahndungsliste gesetzt und kriegt eine Zusatzstrafe. Ehrlich? Ja, was glauben Sie denn? Kai-Uwe? Ja, die sind noch hier. Du, hör mal. Die sagen, du kriegst eine Zusatzstrafe und mir wollen sie auch was anhängen. Ja, ist besser. Wo? Na, dann beeilst du dich. Vielleicht drücken die ja auch noch mal ein Auge zu. Ja, die warten. Ja, bis gleich. Er kommt. Aha. Möchten Sie so lange ein Stück Erdbeerkuchen? Nein. Aber vielleicht möchten Sie schon mal seine Sachen packen. Was braucht man denn so im Gefängnis? Zahnbürste. Also danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Frau Grünjan? Wenn Sie doch mal Hilfe brauchen. Das ist lieb von dir. Bertha 10 für 4? Bertha 4 für 7? Wir haben die Schwester jetzt nach Hause gebracht. Sollen wir noch eine halbe Stunde warten, bis der Bruder auftaucht? Ihr könnt abziehen. Bruder taucht nicht auf. Was sollen das? Wohin fahren wir? Das ist mein Handy. Jetzt mach mich doch mal los. Hey, was zieht denn hier für eine beschissene Nummer ab? Was du verdienst. Steig aus. Was wird denn das? Na komm, steig aus. Sag mal, Jungs, ihr seid doch nicht ganz dicht. Bahn auseinander. Hey. Umdrehen, hab ich gesagt. Spinnt ihr? Dein Auto steht da drüben. Schönen Tag noch. Shamsie, Benjamin. Du meinst, es bringt was? Komm mal. Du meinst, wir sollen nochmal nachlegen? Handy am Steuer, auch nicht schlecht. Sollen wir mal anhalten? Erstmal sehen, wo er hinfährt. Los, brav. Und was jetzt?
Er soll einfach wissen, dass wir ihn im Auge haben. So lange, bis wir ihm richtig auf die Nüsse gehen. Schwerverletzter. Dringend NRW plus Verstärkung. Täter flüchtig. Oderberger Straße. 7 verstanden. Ganz ruhig. Ruhig bleiben, ja. Alex, hey! Was mache ich mit dem hier? Er verblutet mich hier. Ich brauche dringend einen Arzt. Berta 7. NRW kommt. Hier bleiben. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Hey. Ist da nicht irgendwo ein Arzt? Hallo? Hallo, komm gleich hin. Sind Sie Ärztin? Nein, ich bin Krankenschwester. Uns kann ich einen übernehmen. Hier. Hier spricht die Polizei! Kommen Sie mit der hohen Hände raus! Necmi, indir o silahı. Yenge, kapa çeneni. Wer hat geschossen, er? Er war wütend. Weil Abdullah seine Schwester Şandan getan hat. Berolina für Nordost. Schusswaffengebrauch in der Oderberger. Täter nicht mehr flüchtig. Ich wiederhole, Täter nicht mehr flüchtig. Also. Unbekannter Mann, groß, blond, hört auf den Namen Blonder Hans, ist heute zum wiederholten Male bei der Zeugin Frau Inge Stübing, geboren 2. Väter 46, vor ihrem Fenster im 4. Stock erschienen, um sein Geschlechtsteil zu entblößen. Ja. Der blonde Hans hat sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht entfernt, richtig? Ja. Dann bitte hier unten unterschreiben. Dankeschön. So, Frau Stübing, das ist für Sie. Und das hier geht sofort an die Fahndung raus. Sie können dann ganz beruhigt nach Hause gehen. Wiedersehen. Abschnitt 40, Rode. Ja, verstehe. Selbstgemacht? Was machen wir, wenn die uns gerade ein zweites Mal verarscht? Glaube ich nicht. Die ist ein bisschen doof und kann gut backen. Diesen Arzt. Wahrscheinlich steigt Kai-Uwe gerade fröhlich in den Flieger nach Brasilien. Sag mal, habe ich Zahnbürste gesagt? Hat die eine Macke? Reicht ein Schlafanzug? Ich meine, haben die da eine Waschmaschine, oder? Frau Klinke, Ihr Mann fährt nicht ins Landschulheim, der fährt in die JVA. Da ist alles inklusive. 5 Minuten. Wir warten jetzt noch 5 Minuten. Kai-Uwe, wir warten. Ja. Was? Wo? Du kommst jetzt sofort her, hast du verstanden? Ja, aber ganz schnell. Manchmal nervt das schon. Alles inklusive, ja? Ja. Vielleicht tun ihm so 2,5 Monate ja auch mal ganz gut. Wenn du mal nicht kreist, ja? Geh du mal beiseite. Hier gibt's nichts zu gucken. Weitergehen. Weitergehen. Wie schwer verletzt? Hallo. Sehr schwer. Aber er kommt durch. Der Junge war angeblich wütend, weil der ältere Bruder der Schwester Schande angetan hat. Aber das hat ihm der Cousin vorgebetet, Tevfik Gürincan. Außerdem anwesend Vater, Mutter Gürincan, ein Onkel, ihre Leinwand frei. Aber die können alle bezeugen, dass der kleinere Bruder des Opfers, Necmi Gürincan, geschossen hat.
Habt ihr Schmauchspuren gefunden? Nee, nicht zu erkennen. Hände sind voll Öl und Schmiere, die der anderen auch. Familienbetrieb. Hey, Boro. Grüß dich, Stefan. Der Junge, ja? Da bist du aus wie Blutrache. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, um was für eine Schande es sich handelt? Die Kollegen haben heute früh seinen Wagen überprüft und dabei die Schwester mit Misshandlungsspuren im Kofferraum gefunden. Im Kofferraum? Also sexueller Missbrauch oder vielleicht Inzest? Ja, unwahrscheinlich. Bei sexuellem Missbrauch wird in der südanatolischen Männergesellschaft in der Regel das Opfer bestraft. Aha. Was war's denn dann? Ich schlage vor, dass wir uns dringend um eine Vorladung der Schwester kümmern. Erstens, weil sie uns mit Sicherheit Informationen zum Tathintergrund geben kann. Sag doch eh nichts. Und zweitens, wenn es sich doch um Missbrauch handelt, muss sie geschützt werden. Okay, einverstanden. Gute Vorarbeit, Kollege Alexander Neufels, POK. Ein guter Mann. Südanatolische Männergesellschaft. Kennt sich ja gut aus. Tja, in unserem Job, da sollte man die ansässigen Ethnien schon kennen. Gürünjan? Ja, Sebastian hier, wir sind jetzt in der Wohnung. Sag mal, ihr habt sie doch reingehen sehen, oder? Ja, und dann? Nee, sie ist verschwunden. Keine Ahnung, sieht nach einem Kampf aus. Ja, am besten eine Personenbeschreibung über Berolina. Und frag mal an ihrem Arbeitsplatz nach, vielleicht wissen die was. Okay, ciao. Die Kollegen haben nur gesehen, wie sie ins Haus rein ist. Es war kein Kampf. Ach nee, was denn sonst? Şemsiye, kendine gel. Nerede saklanırsan saklan, seni buluruz. Geri gel, her şeyi konuşabiliriz. Abdullah'a da söyle. Aa, yap. Die Wohnung wurde systematisch auf den Kopf gestellt. Wir haben was gesucht. Was? Ja, ich bin's. Bist du schon wieder auf dem Abschnitt? Nee, leider nur eine Nachricht auf AB. Was für eine Nachricht? Türkisch. Kannst du einen türkischen Kollegen auf den Abschnitt ordern oder sollen wir es zur Kripo bringen? Ihr bringt das gleich zur Kripo, klar? Ja. Sag mal. Ich glaube, es hat sich erledigt. Sebastian? Gleich. Kundschaft. Oh. Nerede saklanırsan saklan, seni buluruz. Geri gel. Her şeyi konuşabiliriz. Abdullah'a da söyle. Şemsiye, komm zur Vernunft. Wir finden dich, egal wo du dich versteckst. Komm zurück zur Familie. Wir können über alles reden. Sag das auch Abdullah. War's das? Ja. Danke. Tschüss. Okay, die Familie sucht sie, hat die Wohnung umgekrempelt. Jo. Frau Gürünjan ist seit 5 Tagen nicht zur Arbeit erschienen. Nicht krank gemeldet. Seit 5 Tagen? Ja, die haben keinen Schimmer, wo sie sein könnte. Hatten aber Besuch von einem türkischen Herrn. Wann war das? Vorgestern. Vorgestern? Hat sich als ihr Cousin vorgestellt und nach Frau Gürünjan gefragt.
Ihr Cousin? Ja. Wollte Adressen von Freunden und Bekannten wissen. Den Kollegen ist bekannt, dass ihr nicht so gut zu der Familie steht. Drum haben sie ihm nichts gesagt, aber uns. Sebastian? Ja, also sie hat eine beste Freundin, Jana Dolker, die macht einen Kinderladen, 7 Zwerge, gleich bei ihr ums Eck. Dann Thomas Schad, der ist Koch, irgendwo am Hackschen Markt. Und dann noch ein Aykut, der hat den türkischen Supermarkt am Kotti. Ja, Moment, Moment. Aykut, Kotti. Alles klar. Ihr übernehmt die Zwerge und den Koch, wir fahren Kotti. Ja, verstanden. Supermarkt am Kotti, da waren wir halt schon mal. Da stand der BMW mit der kleinen Koffer auf. Sagst du mal was? Wir werden verfolgt. Ach komm. Familie Gürinchan. Die hoffen, dass wir sie zur Schwester bringen. Die haben echt keine Ahnung, wo sie steckt. Kannst du die abhängen? Klar. Mozart, D-Moll-Klavierkonzert oder die Dur-Suite von Bach. Also nicht zu laut und nicht zu leise. Sie legen ihre Füße hoch, machen ihre Augen zu und nach einer Viertelstunde wieder auf. Psst. Und dann geht er weg? Also wenn der blonde Hans dann immer noch da ist, dann gehen Sie ins Badezimmer, schalten das Licht ein. 2x6 Minuten. Das müsste allerdings vor 16 Uhr passieren. Sie müssen sich beeilen. Ja, ja, dann werde ich mal jetzt gehen. Bitte. Frau Klinke, ich glaube, Ihr Kai-Uwe ist jetzt über alle Berge. Habe ich recht? Wo sollte er denn hin? Über alle Berge. Da denkt er nicht im Traum dran. Wer macht ihm da sein Bett? Wer macht ihm da sein Frühstück, Mittag, Abendessen? Vielleicht wären 2,5 Monate auch für mich mal ganz erholsam. Ich könnte auch mal ein bisschen ausspannen. Mal zu meiner Schwester raus. Nach Potsdam. Mann, Cora, Schluss jetzt. Wir geben den zur Fahndung raus. Schluss jetzt. Kai-Uwe? Wo bist du denn? Nein, die Polizei ist weg. Du kannst jetzt kommen. Ja, lauf zu. Es gibt Erdbeerkuchen. Deine ist mit Füllung, ja? Mhm. Um die Uhrzeit nur die mit Füllung. Um die Uhrzeit sind die ungefüllten viel zu trocken. Gabler 7, es kann jetzt losgehen. Schönen guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Dürfen wir mal den Führerschein und die Zulassung sehen? Aha, aha. Herr Gürinchan. Ach, steigen Sie doch bitte mal aus. Wieso denn? Können wir mal Ihr Warndreieck sehen, bitte? So, kann ich jetzt weiterfahren? Nicht so eilig. Wo haben Sie denn den Erste-Hilfe-Kasten? Nee, gibt noch keine Spur. Wir suchen über Berolina. Die Kollegen bleiben dran, ja. Gut, tschüss. Warum ist der AB noch nicht bei der Kripo? Sag mal, Georg, was machen wir denn jetzt mit der Tante? Psychiatrischer Notdienst? Bringen Sie doch bloß in die Klapse. Na ja, hoffentlich. Ja, Schonzeit ist vorbei.
Ja, was ist das? Was machst du denn hier? Ich denke, du bist in Spanien. Nö, war mir auf Dauer zu langweilig. Immer nur Sonne und den ganzen Tag am Strand rumliegen. Ist heute erst angekommen. Na, du. Hallo. Na? Und? Was geht ab, Jungs? Ganz normal. Ein bisschen Blutrache im Wedding und der blonde Hans. Der blonde Hans? Sag mal, Georg, was machen wir denn jetzt mit dir? Schönen guten Tag. Ist Aykut hier? Hallo. Aykut? Evet. Polis geldi senin için. Oldu, geliyorum. Guten Tag. Merhaba. Wir suchen Şemsiye Gürinçan. Kenn ich nicht. Kommen Sie, kommen Sie. Sie kennen das Mädchen. Sie kennen auch den Bruder. Abdullah Gürinçan. Abdullah? Ja, Abdullah kenne ich. Wieso? Wurde vor einer Stunde niedergeschossen. Was? Blutrache. Vermutlich, weil er Şemsiye hier versteckt hat. Na toll. Die Familie sucht sie. Wenn sie irgendeine Ahnung haben, wo sie ist, sagen sie es uns. Jetzt. Abdullah ist ja... schwer verletzt. Jetzt sofort! Zu meinem Bruder! Şemsiye! Bitte, Abdullah! Das geht nicht! Frau Gürinçan, er wird operiert! Er ist in guten Händen, Sie können ihm nicht helfen. Necmi, ja? Schwachsinn. Tevfik hat geschossen. Den Kleinen vorgeschoben. Tevfik war das. Warum? Onlara söyle. Er ist eines Tages aufgetaucht und hat die Familie aufgehetzt. Warum passt sie nicht besser auf Şemsiye auf? Wieso hat sie eine eigene Wohnung? Wieso lässt sie sich nie blicken? Dann hat er beschlossen, dass ich seine Frau werde und mit ihm in die Türkei gehe. Und Ihre Eltern? Tevfik. Er hat meinem Vater irgendeinen verlorenen Stolz zurückgegeben, weil er mich zur Frau nehmen wollte. Ich habe das auch nicht ernst genommen, bis er vor meiner Tür stand. Er hat mir mitgeteilt, wann wir Hochzeit feiern, in Batman. Ich sollte meine Sachen packen. Ich war so perplex, ich habe nur gelacht und leck mich gesagt. Na, das war die Quittung. Und Abdullah? Er ist stolz auf seine Schwester. Stolz, dass ich mein eigenes Leben führe. Er hat gesagt, Şemsiye, du bist in Gefahr, du musst dich verstecken. Vor 5 Tagen, da hat er mich im Kofferraum zu Aykut gebracht. Ich sollte hier bleiben, bis er eine Unterkunft in München aufgetan hat. Heute früh hat er mich dann abgeholt. Er hatte solche Angst vor Tevfik, dass ich im Kofferraum liegen bleiben sollte, bis wir aus der Stadt sind. Warum habt ihr euch eingemischt? Wenn ihr mit eurer blöden Kontrolle und eurem beschissenen Vorteil nicht gewesen wärt, dann wären Abdullah nicht schon fast in München. Was wollt ihr überhaupt? Wieso seid ihr eigentlich hier? Ihr bringt nur Aykut in Gefahr. Wenn Tevfik spitz kriegt, dass ich hier bin, dann schießt er ihn gleich auch noch nieder. Das kriegt niemand spitz. Wir sind hier, um sie zu schützen. Ihr wollt mich schützen. Wie wollt ihr mich denn beschützen? Wenn Tevfik geschossen hat, dann kann ihr Bruder das bestätigen, sobald er zu Bewusstsein kommt. Dann wandert ihr Cousin für mehrere Jahre ins Gefängnis. Wenn sie bis dahin überlebt. Wir nehmen sie in Zeugenschutzprogramm. So lange, bis wir diesen Tevfik in Gewahrsam haben.
bist du ja. Na, geh rein. Steht schon alles auf dem Tisch. Ich komme auch gleich. So, ich hab ihn. Kai-Uwe? Die Polizei ist wieder da. Bitte schön. Na komm schon. Ich hab dir doch gesagt, es hilft nichts. Tut uns beiden mal ganz gut, hm? Lass mich los, du dumme Scheine! Was hab ich dir getan? Lass mich los! Wir haben den Blonden Hans gefasst. Direkt vor ihrem Fenster. Was hab ich denn getan? Ich hab da nur... Die Klappe! Auf, Richardtat, nicht! So ein Teil! Jetzt hat sich's ausgehanzt. Jetzt bist du dran! Lass nicht mehr die Dame belästigen! Los! Deutsche Polizisten! Mach mal uns Faschisten! So schnell kann's gehen. Ja, ja, ja. Abschnitt 40, Buro. Wir haben die Schwester. Sie sagt, der Junge habe nicht geschossen. Der Cousin war's. Georg, kriegen wir sie ins Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm? Wer sagt denn sowas, bitte? Alex Neufeld, POK. Und er hat ja recht. Solange der Cousin frei rumläuft, ist sie in Gefahr. Zeugenschutzprogramm. Das ist nicht so einfach, Sebastian. Wenn er der Täter war, dann können wir ihn erst aus dem Verkehr ziehen, wenn der Bruder ausgesagt hat. Ja, also gut, dann bringt die Schwester mal zur Kripo, ja? Ja, okay. Jungs, auf euch! Na, du blonder Hans! Abschnitt 40, Buro. Was? Schluss jetzt! Jetzt bleib mal ganz ruhig. Was ist denn los? Ach, Herr Klinke, ist doch nicht so schlimm. Die 2,5 Monate gehen schnell vorbei. Hm? Kommt Michaela mich besuchen? Aber klar. Nicht so, Kofferraum ist schon am besten. Ja, ja. Fahr dann gleich links die Skalitzer runter. Dann musst du nicht an dem Ford vorbei. Schlechte Nachrichten. Es wird nichts mit dem Zeugenschutzprogramm. Wieso? Abdullah Gülencan kann nicht mehr aussagen. Er hat es nicht geschafft. Ist bei der OP verstorben. Es ist meine Schuld. Ich war kurz in der Wohnung, da war ein Anruf auf AB. Ich sollte mich nicht länger verstecken, man könne über alles reden. Ich habe Abdullah angerufen und gesagt, fahr mal vorbei, die wissen Bescheid. Aber sie haben gesagt, man könne über alles reden. Das war eine Falle. Ich habe Abdullah gesagt, fahr mal vorbei. Es ist meine Schuld. Schämst sie. Frau Gürinchan. Ich weiß, das ist kein Trost, aber... Wir werden alles tun, um Ihren Cousin zur Verantwortung zu ziehen. Das schafft ihr nicht.
Er war mein Bruder. Kann ich mal ein Handy haben? Baba? Ben Şemsiye. Tefik'e söyleyebilirsin, ben onun karısı olacağım. Benimle evlenebilir. Şemsiye! Baba, bunu ona söyle. Ben hatalarımı anladım. Abdullah'ın ölümü benim suçum. Ben geri geleceğim. Benimle evlenebilir. Spinnst du? Das ist doch nicht dein Ernst. Darf ich mal erfahren, um was es hier geht? Das ist die einzige Möglichkeit. Du bist damit auch in Sicherheit. Moment. Ich danke dir für alles. Hallo? Hallo? Was ist hier eigentlich los? Sie hat ihren Vater angerufen. Sie hat gesagt, sie kommt zurück, um Tefik zu heiraten. Hören Sie, wir können Sie schützen. Da wird sich was finden. Was wollt ihr von mir? Wollen Sie wirklich zu diesen Irren da draußen? Ja, das ist meine Chance zu überleben. Was geht euch das an? Hört auf, euch einzumischen. Es ist mein Leben, meine Entscheidung, meine Familie. Und Abdullah war mein Bruder. Und? Keine Chance, wir können nichts machen. Waffe weg! Werfen Sie die Waffe weg! Nein, Waffe weg! Nein! Das Schwein hat meinen Bruder umgebracht. Warum vom Bruder nicht durchsucht hätten? Ja, manchmal nützt der beste Richter nichts. Ein Kilo Drogen, ne? Ich hab mindestens gesagt. Hey, Dicker, was machst denn du hier? Na, du Spießer. Zeig mal her. Na ja? Und, wie fährt es mit meinem Schwager? Neufelds, POK Südanatolische Männergesellschaft. Riesenklappe bei der Kripo und was weiß ich. Und seine blöden Cremeschnecken. Cremeschnecken. Gepierste Nippel hat er auch. Hält sich für einen super Bullen und das Schlimmste ist, alle anderen finden ihn auch ganz toll. Und ist er auch ganz gut. Sag mal, Alter, du vermisst mich, oder? Du musst nichts sein, ja? Du vermisst mich. Du vermisst mich. Ja, hau ab, komm. Saukalt bei euch in Berlin. Ach du Arme, komm, ich wärme dich ein bisschen.